Moin meine Tube und herzlich willkommen zum Turnierbericht der deutschen Meisterschaft, die am vergangenen Wochenende in Dortmund stattgefunden haben und wo ich unter anderem mit Dernvoy, aber auch mit einem Kollegen von uns mit dran teilgenommen haben. Ja, das war mein Event. Ich habe einen Tag gebraucht erstmal, um mein Gehirn wieder zum Laufen zu kriegen, weil ich war ziemlich fertig danach, weil wir sehr viele Dinge dort gemacht haben. Ich denke mal, ich fange mal wieder ganz von Anfang an. Der Freitag, die Hinfahrt war eigentlich relativ entspannt. Das einzige Großartige war eher 2 Tage davor habe ich, habe meine Reifen wieder ein bisschen spät gewechselt, meine auf Sommer- und Winterreifen gewechselt, habe ich gesehen, dass mein Winterreifen so eine Schraube drin war und ich mir so, wow, gut, dass wir nicht damit noch losgefahren sind, auch wenn die den ganzen Reifen zusammengehalten hat, war ich doch schon ganz froh, dass wir dann heile Sommerreifen hatten, mit denen wir da hinfahren konnten. Ja, das Einzige auch dann da vom Freitag, was anders war halt, weil wir auf unseren Kollegen warten mussten, der kam gerade aus Frankreich da zurück, der hat da halt Außeneinsätze für seine Arbeit und das heißt, wir sind ein bisschen später losgefahren, 12 Uhr, eine Menge Zeit in Hamburg verbracht, stautechnisch und so, hat ein bisschen gedauert, da war auch nochmal ein Unfall nach dem Elbtunnel, was alles nochmal ein bisschen aufgestaut hatte, weil dann war alles noch einspurig, aber dann sind wir da durch und die Rückfahrt war, also die Hinfahrt war jetzt einfach erstmal relativ normal. Wir sind ja auch nicht auf die Location gefahren, wir sind direkt zu unserem, ich weiß nicht, ob man es Hotel nennen kann, Airbnb, Apartment. Apartment, so Airbnb jetzt ist auch nicht genannt. Denn ich wusste halt das auch nicht im Vorhinein. Ich habe halt auch SMS bekommen von denen halt mehr während der Fahrt, so wie das alles funktioniert da drin. Es gibt halt keine Rezeption, es gibt da halt auch kein Personal quasi. Man hat einfach einen Türcode unten, einen Türcode oben und dann hat man ein Zimmer. So. Aber da sind wir dann angekommen und das hat mich halt so richtig schön so an, jetzt nicht so Altstadt erinnert, aber so an doch schon ältere Stadtkerne erinnert, so. Wo das da gelegen war in Dortmund, es war sehr unweit von der Location, ich glaube 11 Minuten mit dem Auto. Und es war, hat sowas hier, ich weiß nicht, so wie früher halt, so du hast da eine Änderungsschneiderei, einen Bäcker, ein paar Kioske. Da war so ein, ich weiß nicht, so ein Weinding, Weinverkostungsteil. Die haben da Wein gesoffen, als wir angekommen sind, so ein paar Cafés, auch natürlich das ein oder andere Restaurant in der Umgebung. Aber alles schön auch so begrünt, große Bäume drumherum und war sehr coole Location, musste ich sagen, als wir angekommen sind. Das Ding selbst war auch ganz interessant. Wir hätten sogar noch eine vierte Person da mit reinkriegen können, genug Schlafplatz war da. Ich fand es auch cool, wie gefühlt jede Tür in diesem Haus einfach immer über den Boden geschrammt ist. Man konnte die nicht richtig aufmachen, vor allem die Badezimmertür. Aber wichtigerweise hatten wir dafür auch noch einen Türstopper. Das war absolut unnötig. Also die Tür konnte sie niemals komplett aufmachen. Also war eine sehr, sehr coole Location. Das Einzige, was noch cool gewesen wäre, wenn halt noch irgendwie eine Klimaanlage war. Aber kam man auch damit auch eigentlich ganz gut klar. Ja, wir haben auch, glaube ich, wir waren ja diesmal gar nicht essen am Freitag, weil wir halt auf der Fahrt relativ spät gegessen haben, weil wir so spät losgefahren sind, deswegen war das alles entspannt. Und dann ging es Samstag zum Turnier. Wir haben ja noch auf dem Weg, haben wir ja noch unsere Deckliste abgegeben, da haben wir sehr viele Bugs gefunden in Neuron. Ich glaube, ich würde dazu nochmal ein Video machen, was uns alles aufgefallen ist, was wir hätten alles als Deckliste abgeben können, wo man sich hinterfragt, warum ist das überhaupt technisch möglich. Das hat mir aber auch Spaß gemacht und Sachen wurden halt davon auch einfach von Neuron halt akzeptiert. Ich glaube, spätestens wenn ein Judge drüber geguckt hätte, hätte sich auch an den Kopf gefasst, was wir da abgegeben hätten. Decks haben wir dann abgegeben und bevor wir jetzt nun zum Turnier kommen, würde ich sagen, zeige ich euch jetzt mal mein Deck, was ich gespielt habe. Ich war ja ein bisschen zwiegespalten, weil ich halt am Wochenende davor natürlich Bezwingerseele ausprobiert habe und dann hatte ich halt so die Qual der Wahl, okay, eigentlich wollte ich Ricker die ganze Zeit spielen, deswegen habe ich die ganze Zeit darüber nicht geredet, über das Deck, über auf dem Banlisted und so, weil ich fand das Deck eigentlich sehr spannend, aber ich fand das neue Deck halt auch sehr spannend und dann musste ich mich halt entscheiden und mich dann nachher entschieden, okay, wir spielen jetzt Bezwingerseele, ich finde das Deck eigentlich sehr, sehr cool. So, für alle, die Sonntagslocals gesehen haben, das Deck ist relativ ähnlich, ich habe 3 Rasen gespielt, 3-mal wahnsinnige Liebe, ich werde jetzt nicht da so im Detail drauf eingehen, wie die Karten funktionieren, ich habe 2 Pantera gespielt, immer noch 1 Pluton HG, 2 Borger und 2 Velius. Der Kollege, der mit uns mitgefahren ist, wollte eigentlich Despia ursprünglich spielen, hatte aber auch dieses Deck mit dabei und hat danach auch das Deck gespielt. Wir haben es relativ ähnlich gespielt. Ich habe ihn auch noch die 2 Borger ans Herz gebracht, damit er halt so ein bisschen mehr Handtrap spielen kann. Hatte ein bisschen eine andere Variante gespielt, bei dem es halt sehr gut lief. Da kann ich nachher nochmal ein bisschen dazu ausführen, weil der hatte auch nochmal eine ganz interessante Story in, ich glaube, war das Runde 10 dann wahrscheinlich? Ich glaube, das war Runde 10, Day 2, ne? Oder war das Day 1 sogar noch? Weiß es gar nicht mehr.
Ahnung. So, und ja, das ist halt quasi so geblieben, wie es vorher war. Da habe ich noch den Kaiju gespielt, die zwei Kurikaras. Ich habe mich für den Pankratops diesmal im Main Deck entschieden, als weiteres Earth-Target. Das ist eine schöne Karte, Going Second. Und ich habe meine Ratios angepasst. Ich habe ja drei Abgeheuliches gespielt. Ich habe überlegt, vielleicht noch einen vierten zu spielen, einfach den Sarunieren, wenn ich halt vier unterschiedliche Interruptions habe. Ich wollte es erstmal testen, ist das eigentlich ganz gut, ist das gut im Format oder nicht. Ich muss so sagen, die Karten waren sehr, sehr gut. Selbst wenn man nicht gegen so Decks halt gespielt hat, die halt entsprechend sowas im Grave hatten, wenn man halt selbst First Turn halt das Setup sich gemacht hat, dass man Dark im Grave hat, dann konnte man die halt trotzdem als Interruptions benutzen. Drew Swarm hat so viele Games einfach gerettet, weil die Spieler so schlecht um Sense rumspielen können meistens mit ihren Decks. Und hat mir sehr gut gefallen. Als weitere Handtraps halt noch ein Geistermädchen und Spukhaus. In der Theorie geil, vor allem, wenn man halt mehr gegen Sprite spielt mit Runix. Mir persönlich jetzt in den Matchups hat sie überhaupt nicht gefallen, weil gegen alles, was ich gespielt habe, banish halt das Kosten irgendwie was zum Special oder keine Ahnung. Die war halt meistens relativ unnötig gewesen, aber halt als Bridge nichtsdestotrotz trotzdem useful gewesen. Ich glaube, sie war auch einmal ein Teil der besten Bridge, die man je gemacht hat. Ich glaube, ich habe eine Pantera für ein Spukhaus für ein Komungus gemacht, weil der Komungus war necessary, um ein bestimmtes Monster zu entfernen, sonst wäre ich direkt RIP gewesen. Ja. Dann haben wir Drama Aschenblüte, Freudiger Frühling und dann habe ich noch zwei Nibirus gespielt. Relativ ähnlich halt noch zu dem Bild vom Wochenende. Dann kommen wir zu den Spells. Habe ich zwei Topf der Begierden gespielt? Ich hatte ja vorher zwei Töpfe des Wohlstands gespielt, noch am Wochenende davor. Ich habe überlegt, spiele ich zwei Wohlstand, drei Wohlstand oder zwei der Begierden. Ich wollte Begierden ausprobieren, weil das Deck halt so viel drawt und der Borger sich halt aber noch mit dem Topf clashen kann. Ich muss sagen, die Karte ist extrem gut. Ich hatte, glaube ich, in meinem allerersten Matchup musste ich sogar zwei resolven, in zwei Turns nacheinander, weil ich auch zwei eröffnet habe und im ersten halt nicht ordentlich nachgezogen hatte, aber mit dem zweiten dann halt Full Combo hatte und trotz, dass ich nur noch irgendwie, weiß ich nicht, 7-8 Karten im Deck hatte, hatte ich eigentlich jedes Combo Piece noch drin, also der hat mir nie alles komplett gebanished, was ich brauchte. Also jedes Mal, in jedes Game, wo ich halt den Topf der Begierden noch gezogen habe und den resolven konnte, habe ich eigentlich das Match gewonnen und die Karte ist halt amazing. Der einzige halt Nachteil im Verhältnis zum Topf des Wohlstands ist eigentlich nicht, dass die beiden unterschiedlich funktionieren, der eine tiefer gräbt, sondern eher, dass diese Karte auf 2 ist und die andere Karte auf 3 ist. Also wenn man halt mehr Consistency haben will, ist eigentlich Topf des Wohlstands besser, weil einfach nur, du siehst sie öfter, weil sie auf 3 ist, als Topf der Begierden. Aber ansonsten finde ich sie beide von Effektivität beide sehr gut. Vor allem, weil man den Borger halt die ganze Zeit noch resolven kann. Dann habe ich diesmal 3 Miniatur Witcher 2 gespielt. Wie gesagt, Consistency wollte ich mehr haben. Dann die Rotor. Drama Stacker Soul, die ich im Main Event bis Match Nummer 5, Game 2, gar nicht gesehen hatte, weswegen das sehr schwierig war, mit dem Deck zu performen, wenn man die Karte halt die ganze Zeit nicht sieht. Ja, dann haben wir Bezwingerseele Fortsetzen und Bezwingerseele Staubwirbel habe ich einmal gespielt. Haben mir beide ganz gut gefallen auf 1. Mehr habe ich eigentlich. Also, manchmal habe ich noch einen zweiten Staubwirbel oder eine Fortsetzen vermisst. Könnte man nochmal inkorporieren, muss man sich mal überlegen und dann nochmal 3 Infinite Permanents. Als weitere Handtrap. So. Dann Extra-Deck ist, glaube ich, fast exakt das gleiche. Dreimal Fels des Bezwingers, ein Cerberus, einen Dark habe ich hier reingetan, um halt, ja, eventuell random easier Zugangskodiersprecher zu machen für OTKs oder halt, um weitere Karten reinzukommen. Dann Phoenix und Einhorn. Der Altraumritter hatten auch diesmal ein bisschen Action, aber jetzt nicht so viel wie sonst immer. Der Zugangskodiersprecher. Dann unsere Choice-Maker, Jackanine und Eberbogen. Dweller habe ich mich diesmal entschieden, statt dem Tornado-Drachen habe ich die geswappt, damit ich den damit dabei habe. Ich habe halt den Dark geswappt mit dem Proxy-Drachen. Ein Exit-Torn hatte keine Action. Nummer 41 bei Guska, ich glaube. Ich habe den gegen irgendein Match gemacht, das hat dem Gegner überhaupt nicht gefallen. und dann Doppel-Zeus. Immer nur einer leider rausgekommen. Ich hätte mal ab und an einen zweiten drüber über den ersten Zeus machen können, aber das ist halt relativ witzlos, sei denn es ist ein gegnerischer Zeus. Weil, also, der kann halt immer nur keinen Effekt aktivieren. So, Drama Shifter habe ich mich entschieden. Wenn ich das nächste Mal das Deck spielen würde, würde ich wahrscheinlich Triple Shifter und wahrscheinlich 3 bis 4 Bestial spielen, weil die auch miteinander ganz gut funktionieren, weil man kann den Shifter halt dann banishen, um wieder Shifter live zu haben. Dann können die Gegner permanent shiftern, jeden Turn, wenn man möchte. Bei einigen Matchups hatte ich sie halt gehabt und das hat die Gegner meistens nicht gestört. Irgendwie habe ich gegen Drangling gespielt, den das absolut nicht gejuckt, dass ich ihn geschiftet habe. Deswegen fand ich sie im Side-Deck besser. Dann ein Überläufer, 3 Cyclen, ein Flederwisch, einen Lightning Storm zum Feld auseinandernehmen und Drama Evenly. Ich habe diesmal mich entschieden, keine Going First Karten, sondern eher Going Second Karten zu boarden, weil der Gegner will mich eh nicht First gehen lassen. Und weil man Going First halt sowieso genug Advantage hat, habe ich mich dazu auch noch entschieden, wenn man Felderbericht verbotener Tropfen auszuprobieren, hat mir jetzt nicht so gut gefallen.
war jetzt nicht so, dass ich jetzt so viel Kashtira-Matchups hatte und deswegen sie nicht aktivieren konnte, sondern einfach, ich glaube, das Deck kann so auch schon gut genug durch Boards spielen. Da braucht man den Droplet nicht, sondern kann man lieber sinnvolle andere Alternativen haben, wie vielleicht Tactics, wäre vielleicht die etwas bessere Karte gewesen. So, dann kann Daniel jetzt mal sein Deck nochmal vorstellen. Bevor wir dann mit dem Samstag fortfahren. Ich habe wenig überraschend Despia gespielt oder Branded. Mhm. Drei Aluba, eine Tragödie und ein Ad Libitum. Der wird ja jetzt ab und zu gecuttet, weil er als Brick angesehen hat. Ich habe aber nicht den Gimmick Puppet Lock gespielt. Deswegen, der nimmt quasi den Slot ein als Brick. Mhm. Ja, das soweit von den Despias. Dann drei Albus, zwei Cartesia, eine Quem. Ja, drei Albus finde ich wichtig jetzt mit Quem. Du willst häufig auch einen Friedhof haben. Für zum Beispiel Rindbrum, damit du den specialen kannst. So Kashtira ist gar nicht der ausschlaggebende Punkt oder so. Mhm. Oder Runic, das ist nochmal ein Bonus. Aber vorne auf Albus ist nicht mehr der Brick. Zwei Cartesia, man kann eine spielen, aber ab und zu muss man sie banishen und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es auch nie schlimm, mehrere zu haben oder so. Dann noch ein Albion und ein Mercuria. Alles die Monster, die Albus listen. Dann noch ein Lubellion und ein Saronir. Einfach für die Combo. Saronir muss man nicht spielen, aber manchmal macht er Alliance möglich, dass du dann durch ihn und Albion Retribution und was in Friedhof kriegst, was du dann auf die Hand nimmst. Und Bistil ist jetzt auch nicht schlecht im aktuellen Format. Dann ein Dark Magician. Ich habe Dragoon gespielt. Ja, der hat mir gut gefallen. Habe ich nicht so häufig gemacht, aber die Option zu haben ist sehr nett. Ihn zu ziehen ist auch nicht schlecht, weil du musst für Opening oder für Lubellion eh was discarden. Er ist kein wirklicher Brick. Und an Handtraps habe ich dann noch drei Ash und zwei Bell gespielt. Bell kam bei mir eigentlich nie schlecht. Ja, ansonsten sind das auch alles Crossout-Targets, die gegen mein Deck quasi gut wären, aber halt auch Handtraps, die im aktuellen Format nicht schlecht sind. Bei den Zauberkarten drei Opening, drei Fusion, einmal Branded in Red und einmal Branded Lost. Branded in White hatte ich mal ausprobiert, das hat mir nicht so gut gefallen. Zweites Branded in Red ist manchmal ganz nett, aber auch nicht nötig. Man kann die recyceln mit Retribution oder mit Tragedy theoretisch. Ja, passt eigentlich so gut. Opening ist jetzt deutlich besser durch Quem. Dann drei Deployment, womit man meistens Cartesia specialt, man kann aber auch Albus specialen oder Dark Magician. Das kam auch einmal vor. mein Gegner hat a Ghost Mage geflippt und deswegen hätte ich nur noch Albus oder Dark Magician specialen können und mein Gegner hatte kein Monster. Du brauchst viel Damage. Dann hatte ich halt einfach so einen 2-5 Beater auf dem Feld. Der auch Druck gemacht hat. Und unaffected ist bei Fiendish Jane. Wow. Dann noch drei Crossout und ein Called By. Es gab kein Szenario, wo ich zwei Crossout auf der Hand hatte oder so. Der kam eigentlich immer gut. Bei den Fallen eine Retribution und drei Impermanence. Im Extra-Deck zwei Mirror Jade, zwei Lubellion und zwei Albion. Manchmal ist der dritte Albion nett, aber man kann ihn meistens irgendwie recyceln. Mir war es wichtiger, einen zweiten Lubellion zu spielen. Der wird ja häufig nur auf 1 gespielt. Aber gegen Kashtira zum Beispiel, wenn der Gegner ein Einhorn hat, ist es dann schwierig, in das Feld reinzuspielen, weil du dann quasi keinen Effekt aktivieren darfst, weil sonst dein Lubellion weg ist, dein Grindgame hin ist. Und manchmal ist es auch nett, wenn du den Lubellion nicht selbst zurückmischen musst, sondern ihn auf dem Feld lassen kannst, weil du dann zwei Monster recyceln kannst, die du lieber im Deck hast,
und ein extra Monster auf dem Feld hast. Er kann zwar nicht angreifen, aber er kann trotzdem als Fusionsmaterial benutzt werden. Dann ein Rindbrum, ein Sprint, was das Haupttarget für ihn ist, wenn man Elbas damit beschwört, weil dadurch im gegnerischen Zug fast jedes Monster ein Target ist. Titaniklad, auch ein Alternativ-Target, meistens aber eher ein Cent, damit man Quem specialen kann. Das ist jetzt deiner, oder? Du hast ja eingeliehen gehabt. Nee, das ist nicht meiner. Das ist immer noch seiner. Oh, ja. Dann muss ich noch zurückgeben. Ja, also habe ich unterschätzt. Ich hatte vorher einen Masquerade in dem Slot, aber das war eher Nische. Ich habe häufiger gemerkt, manchmal ist es nett, durch den Grand Guignol Cent noch Titaniklad in den Friedhof zu bekommen, damit man dann Quem specialen kann. Dann noch ein Albion Besanctor Fire Dragon. Hat mir sehr gut gefallen. Auch ohne den Gimmick Puppet Lock ist der gut. Nicht targetable. Ja, gibt dem Gegner ein Elbis Target, wenn nötig. Dann ein Grand Guignol und ein Quirites. Ich habe keine Lulu Walilith gespielt. Die ist zwar ganz nett manchmal, aber sie beißt sich halt auch ein bisschen, weil sie ein Synchromonster ist. Ja, im eigenen Zug wird man sie nie beschwören. Aber es ist auch, das Extra-Deck ist eng. Der Quirites hat meistens einen guten Job da gemacht. Dann eine Dragostapelia, eine Chimera und ein Dragoon. Kamen alle auf, waren alle gut. Würde ich nichts ändern. Im Side-Deck 3 Droll. Nie gesehen. Nicht so häufig gesided, aber ja, an sich gut. 2 Kurikara. Einmal gesehen und discarded. ja. Dann noch 2 Magnamut. Ich glaube, die habe ich kein einziges Mal gesided, weil ich kein passendes Matchup dafür hatte. Aber in der Theorie weitere Bestials, die mir aber auch Engine Pieces suchen können. 3 Cosmic gegen Runic zum Beispiel. Genauso wie 3 Evenly. Auch alles Going Second Karten bei mir. Eine Barrier als Crossout Target und ein Banishment als einzige Going-First-Karte quasi in Engine. Ist ganz nett, besonders im Mirror. Habe ich aber nicht gesehen. Aber ansonsten hat mir das Side-Deck gefallen. Ich habe nicht irgendwie was vermisst. Ja, dann können wir wieder zu unserem Samstag kommen. Wir hatten ja eine Bäckerei bei uns jetzt nicht so weit entfernt, so keine Ahnung, 2-3 Minuten Fußweg um die Ecke. So viel? Ja. War perfekt. Die war halt ab 7 Uhr, glaube ich, am Samstag auf und ab 8 Uhr 30, ab 7 Uhr 30 am Sonntag. Das heißt, perfekt für unsere Abfahrtzeit, weil die Turniere fangen jetzt ein bisschen früher an, statt um 10 Uhr um 9 Uhr. Dadurch, dass ja auch alles mit Online-Anmeldung ist, geht ja auch natürlich alles schneller los. Das heißt, in der Theorie sollte das Turnier deutlich früher aufhören, als das die letzten Jahre immer so der Fall war. So, wir sind dann halt hin. Mein Navi hat mich noch einmal zum falschen Parkplatz hingeführt, da müssen wir nochmal hinten rum irgendwie. Sind dann da angekommen, haben geparkt. War diesmal eine andere Halle, war nicht so weit weg hinten, wie das bei der YCS Dortmund war eher so eine Halle in der Mitte. Und ja, da sind wir dann angekommen, haben uns jetzt mal umgeschaut, haben dann geguckt, wer so alles da ist, haben die anderen YouTuber irgendwann noch getroffen. Und ja, es ging halt dann auch relativ flott zum Spielen los. Und ja, ich würde einfach jetzt mal ganz schnell durchgehen, wie es bei mir lief. Ich habe gespielt erste Runde gegen Dinos, da hat er mich anfangen lassen, wo ich verwirrt war. Da habe ich halt Pot of Desires, halt diese doppelte Desires gehabt, aber danach habe ich ihn platt gemacht. Dann hat er eine Runde gewonnen, dann habe ich eine Runde gewonnen. Danach ging es gegen Dragonlink. Erstes Game habe ich ihn easy weggeknallt und danach, Alter, ich habe so viele Interruptions gehabt und das hat das Deck so wenig gejuckt. Und ich habe die auch halt immer versucht, so lange zu chillen, bis er mehr Ressourcen investiert hat, aber jedes Mal. Jeder Drangling-Spieler, den ich gespielt habe, hat immer 2 von den priesterlichen Siegeln, womit er halt quasi sich sein komplettes Feld wieder saven konnte, egal ob er in die Büro wird oder nicht. Es war so annoying, er konnte durchspielen, habe ich 1-2 verloren. Nächstes Matchup war dann nochmal gegen Drangling, das war dann ein 0-2, da war halt gar nichts zu holen. Danach ging es gegen Sword Soul. Das Spiel ging länger, als ich dachte, dass es gehen würde. Es wurde am Ende 2-1, aber das war ein sehr enges Matchup.
Rechenleistung gebraucht. Und danach hatte ich ein Mirror-Match, wo ich dann 1-2 verloren hatte. Game 2 hätte ich eigentlich schon längst raus sein sollen, aber irgendwie habe ich da sein Advantage wieder komplett egalisieren können, ihn platt machen können, was sehr überraschend war für mich. Und konnte dann das Spiel da in der zweiten Runde gewinnen, aber halt in der letzten Runde hat er dann halt genug gehabt und konnte mich dann besiegen. Dann war ich da halt zu 2-3 und habe gesagt, dann droppe ich und guck mal so, was ich sonst so machen kann. Und während des Rest des Tages habe ich halt sehr viel mit euch geschnackt, euch Zuschauern, Sachen unterzeichnet. Ich habe Kari Wunderland mal jetzt kennengelernt, die hat unseren Katzenfutter vorbeigebracht. Ich habe einige Karten, also eine Menge Karten signiert, Matten, Deckboxen, Binder, irgendwelche Zettel. Was weiß ich alles. Ich habe einige Karten bekommen, die ich euch jetzt auch eigentlich einfach mal schon mal zeigen kann, die ich so erhalten habe. Ich habe nicht mal alles da, weil einiges an andere Hände nachher gelangt ist. Ich glaube nach der ersten oder zweiten Runde habe ich einen Gurkenpferd-Token bekommen. Da ist sogar was anderes noch dahinter, habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, einfach eine Karte, glaube ich, zum Fester machen oder so, oder? Das ist das Gurkenpferd selbst. Ich habe gar nicht gesehen, dass das einfach nur eingeschoben ist. Das ist natürlich cool. Da kannst du halt jedes Monster reinmachen dann. Das ist natürlich praktisch. Das war sehr praktisch, weil ich hatte keine Spielmarke dabei. Ich habe von dir so eine Final Fantasy XII Karte da. Also eine Karte aus dem Final Fantasy TCG genommen, die den Charakter aus Final Fantasy XII darstellt. Genommen, aber dann hatte ich halt relativ schnell meine eigene Spielmarke mit dem Gurkenpferd. Und dann habe ich noch ein paar Einzelkarten bekommen hier. Bis Megalos, ein paar Grümpel-Synchronisierer und ein paar Karten so aus Japan. Es waren mal zwei Grümpel-Synchronisierer mehr. Einer ging an einen, der hatte keine Karte, den habe ich halt noch einfach an Grümpel-Synchronisierer synchronisiert. unterzeichnet. Signed, wollte ich sagen, nicht synchronisiert. Deswegen ist er damit verloren gegangen. Und den anderen habe ich Jan gegeben und der kam nie wieder. Also die Karte, also ich weiß nicht, was er mit der gemacht hat. Müsst ihr mal bei ihm nachfragen. Sieht er vielleicht irgendwo in einem Video, weil ich weiß nicht, warum er sonst einen Junk-Synchron gebraucht hat. Müsst ihr mal checken. Ich habe dann einiges aufgenommen mit Maurice, ein paar Videos, ein paar Sachen, die geskriptet waren. Mit jemandem, den ich bisher noch nicht kennengelernt hatte. Ich nehme jetzt ein bisschen was vom Sonntag davor weg, nämlich mit Dr. Wurstpeter. Der war halt so ein Hauptdarsteller in der Storyline, die da Maurice geschrieben hatte. Mit dem haben wir halt einiges aufgenommen. Und ich habe mit Maurice halt noch ein paar andere Videos gemacht, aber was ich halt auch sonst noch nebenbei gemacht habe, war einiges für Konami zu machen vorne, zwischen den Pausen. Wir haben halt da so ein Quiz gemacht, wir haben so ein Q&A gemacht, ein bisschen vorstellen. Da war ich halt immer mit dabei, wenn ich halt dann raus war und danach war das halt, dann hatte ich genug Zeit gehabt. Und der Rest des Tages war quasi Emotional Support für meinen Kollegen, der ja auch das gleiche Deck gespielt hatte. Und der lief halt, weiß gar nicht, waren die ersten Runden 5-0 oder so? 4-0? Oder 4? Nee, erste Runde hat er, glaube ich, verloren und danach war er, glaube ich, 5-1 oder so. Ich glaube auch. Der da halt richtig durchgeballert hatte. Und weil es halt bei ihm so gut lief, haben wir halt ihn so weit supportet, wie es geht. Das tut man halt immer so, wenn man gemeinsam reist, dass man halt den supportet, der halt, oder die halt gerade noch gut stehen, dass man die halt weiter supportet. Und er hatte, glaube ich, The Joy, ich weiß nicht, ob es Runde 6 oder Runde 7 war, da hat er, wir hatten ja 9 Vorrunden am ersten Tag, ne? Dann war es wahrscheinlich Runde 7 oder Runde 8. Hat er gegen Zio gespielt, hier auch aus Hamburg, also quasi Emshorn gegen Hamburg, nordisches Duell. Die hatten Spaß, die haben nämlich beide Deckcheck bekommen, und dann kamen die zurück und beim Deckcheck ist halt absolute Madness gewesen, die haben parallel auf beide eingesprochen, mit was eigentlich passiert ist. Bei unserem Kollegen, der hat ja, glaube ich, Dragon Shield Sleeves benutzt, dass die halt so an den Seiten quasi hier so, ja, diese Wülste so ein bisschen unterschiedlich geformt sind oder nicht halt einheitlich sind, sodass man halt fühlen könnte, wenn man so ein Pro ist, wie diese Karten, dass die halt unterschiedlich sind, dass halt alle unterschiedlich werden. So, das war das eine bei ihm. Und bei Zio war, er soll angeblich eine komplett andere Deckliste abgeben, weil sein Zeitdeck überhaupt nicht mehr übereinstimmt hat mit dem, was er abgegeben hat. Und da musste er dann nachweisen, dass er halt, er hat seine Deckliste zuletzt verändert, an demselben Tag halt, um 7 Uhr 56 oder so. Also, ich glaube, bis 8 Uhr 45 war Einsendeschluss in Neuron für die entsprechende Deckliste. Und da musste er aber halt auch dann zeigen, wann er das abgegeben hatte. Und dann stand da halt die 756, die so, das kann ja aber auch natürlich auch nach britischer Zeit sein und so. Da musste er halt die ganze Zeit da irgendwie argumentieren und so. Im Endeffekt haben dann die Judges dann am Ende halt auch akzeptiert, was ich finde auch so albern, was sie da halt alles mit ihm angestellt haben. Das ist halt so, das ist so Stress für beide gewesen. Weil beide saßen so und denken sich, was ist denn hier los, Alter?
Weil fliegt der eine oder fliegt der andere raus. Und das Interessante halt vor allem auch war, die hatten ja dann, glaube ich, glaube ich 28-Minute-Time-Extension. Sie waren halt nachher das letzte Match, was gespielt hat, weil sie so ewig viel Zeit noch hatten. Die halt danach halt quasi wie so ein Top-Feature-Match halt die ganze Zeit von Judges nachher auch rumflogen waren, aber dafür konnten sie halt nichts, also nicht wirklich was, sondern weil das diese Situation einfach so verquert war. Das richtig Bescheuerte war halt, er hat ja diesen Deckcheck bekommen, hat das Warning bekommen für halt dieses Marked Sleeves und die soll er dann bitte wechseln und halt von Dragon Shield auf irgendwas anderes wechseln. Ultra Pro, was halt unter anderem halt mit dabei ist. So. Aber nach dem Spiel, ich so, hä? Wenn die Karten markiert sind, dann sollte er doch mit denen das Match nicht spielen. Ich glaube, die hatten so keinen Bock, dass noch mehr Zeit drauf geht, dass er jetzt nochmal 10 Minuten umslief, damit sie dann also quasi eine runde Time Extension bekommen. Ich habe nochmal mit einem gequatscht, ja, der zufällig an dem Wochenende einen Judge-Test vor Ort gemacht hat. Ja. Und deswegen hat er sich mit den Policies befasst. Ja. Die Entscheidung, dass es nach dem Match erst umgehüllt werden darf, ist dem Judge vorbehalten. Also er darf das selbst entscheiden. Er darf das sagen. Warum es diese Option gibt, steht aber nicht. Ja, ja, also sagen wir mal so, es war alles im Rahmen, aber trotzdem merkwürdig, wenn man jemanden des Cheatens bezichtigen würde, würde man nicht sagen, okay, die Runde kannst du es noch machen, im nächsten Runde dann aber nicht mehr, hä? Also das war weird. So, das hat er halt an das Match gehabt und das Problem, weil sie halt das allerletzte Match waren, was halt so viel Timeout hatte, beziehungsweise extra Time und da die Judges daneben standen und die halt auch die ganze Zeit gepusht haben und es ging halt auch wieder bis ins Time bei denen. Was dann so, die waren dann halt fertig, haben kurz gequatscht und dann ging schon die nächste Runde los und nicht so, Digga, du brauchst einen Hüllen. Dann habe ich schnell bei mir in der Tasche rumgesucht. Ich hatte halt noch drei Packungen Ultra Pro dabei, weil ich ja Ultra Pro sowieso immer mit dabei habe für mich zum Umhüllen. Hab die nicht gefunden, dann ist er schon mal zur Dings gelaufen, zu einem der Händler. Ich habe es dann aber gefunden und bin ihm hinterhergerannt. Hab ihn beim Händler gefunden, der absolut verwirrt war, was er von ihm wollte. Hab ihm einfach so geschrien, ja, yeah, nimm die Hüllen und hüll dein Deck und lauf los. Hab ihn dann die entgegengeschmissen, hat die mitgenommen, also quasi hab ihn vor seinem nächsten Loss quasi bewahrt, ist dann dahin gerannt, hat den Judge gefragt, ob er nochmal 8 Minuten extra Time bekommen kann fürs Umhüllen. Das war alles okay, der Gegner war damit einverstanden und dann war auch alles fein gewesen. Aber trotzdem war es dann, Judge steht daneben, ja, mach das bitte so schnell wie möglich. Ja, ja, genau. Und dann hast du da deine High-Rare-Karten. Ja, und du so, ich will bloß nicht umklicken. Ja. Ja, das war absolutely Chaos. Ich komme gleich zu dir, Daniel. Aber ja, trotzdem, am Ende die 9 Runden, wir waren um 19.15 Uhr fertig und das ist schon amazing. Also das ist so wie unsere allererste deutsche Meisterschaft in Bochum, als wir mit der Hälfte der Spieler dabei waren, im Jahre 2014 gewesen. Warum der Top-Cut verringert worden ist, fragt mich nicht. Das könnt ihr die fragen. Die haben mir gesagt, das liegt an den Policies. Ich weiß nicht, was die Policies sagen, dass bestimmt Top-Cuts irgendwie eingehalten werden müssen, basierend auf was, keine Ahnung. Der Top-Cut war extrem streng dieses Mal, sonst war halt immer auf den EMs und auf den DEMs halt die Top-Cuts viel deutlich großzügiger. Bin mal gespannt, ob es auf der EM genauso sein wird, dass man da Top 32 erreichen muss oder Top 64 ab 2048 Spielern. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber du hast ja auch noch gespielt an dem Tag. Da war ich jetzt nicht ganz so involviert, da kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es für dich so lief. Ja, was du noch gar nicht erzählt hast, es fing ja schon mal toll an. Ja. Pairings liefen gar nicht über Neuron. Stimmt. Ja, das war wie letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir auch, da gab es Neuron noch nicht, da haben wir noch die alte App. Die kennst du noch, die davor, diese alte HTML-Seite mit dem grau-weiß quasi nur, wo es einfach nur die Points gab und die Tische. Ich glaube, ja. Die hatten wir parallel zu dieser jetzt, die wir auch dieses Jahr hatten. Diesmal haben wir halt nur die alte nicht mehr gehabt, ja, aber stimmt. Diese hatten wir immer noch. Wo wir dann beide Seiten parallel aufhaben mussten. Ja, genau. Das war dieses Jahr ein bisschen einfacher, aber es war halt wieder nicht Neuron, wie es auf den YCSs waren. Ja, die eine, wo du dein Ergebnis eingibst und die andere, wo du dein Pairing nachguckst. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Erste Runde, ja. Ich gehe zu meinem Tisch, denke mir so, oh toll, dann wird durchgesagt, nee, das waren Probe-Pairings, bitte setzt euch nochmal um, es werden neue Pairings ausgelegt. Ich gehe, guck hin. Ah, okay. Ich war irgendwie, glaube ich, zuerst Tisch 700, dann so irgendwie Tisch 200 oder 150 oder so. Erstmal durch, die ganze Halle bewegt sich erstmal, muss ja jeder umgehen, setz mich da hin, bin am Schaffeln. Und dann kommt der Gegner an, ich so, frag den Namen und so, das ist ein falscher. So, hä? Wie? Aktualisier nochmal, schon wieder neue Pairings. Ich so, are you serious? Nochmal die ganze Halle. Blablabla. Dann bin ich irgendwie Tisch 78 oder so gewesen und dann hatte ich endlich meinen richtigen Gegner gehabt. Ja, und ich hatte dann keinen Gegner. Ja, und du hattest dann, bei ersten zweimal hattest du einen und danach keinen? Ja. Ja, ich nehme an, also das war bei vielen Leuten so, ich nehme an, das kommt dadurch zustande, dass wenn man Online-Tickets kauft, die ja nicht storniert werden können und wenn die Leute... Die dürfen übertragen werden, wenn man das halt angibt, das kann man machen, aber wenn man es halt nicht tut,
Ja, dann die Leute können nicht zum Event kommen, dann sind das halt einfach... Ja, No-Shows alles. Ja. Die werden dann nach der ersten Runde gedroppt. Ja, da hattest du ja entspannt, weil ich hätte mich auch gewundert, ich spiele dann und du siehst, Daniel läuft schon so rum, hä? Ja. Hä? Ja, Runde 2 habe ich dann gespielt gegen Labyrinth. Beide Spiele knapp verloren. Achso, der Dr. Verspäter nehme ich mal aus dem Bild. Runde 3 müsste ich gegen Kashtira gespielt haben. Mein Gegner kam aus Flensburg, meine ich. Der war noch ganz fertig von der Fahrt, meinte er. Ja, hat ein paar interessante Sachen regeltechnisch gemacht. Also, wir waren uns immer einig, was wir tun. Aber so Trigger-Effekte, nee, ich aktiviere die noch nicht, aber ich sag die schon mal an. Also Fenrir und Einhorn liegen auf dem Feld und ich aktiviere einen Effekt und die aktivieren sich dann nachher in der neuen Chain und das war ihm auch so bewusst. Aber er sagt sie schon mal an. Es war interessant, aber wir waren uns immer einig, war alles okay. Ja, dann habe ich noch gespielt gegen Sky Striker, was ich auch gewonnen hatte mit dem Burn-Schaden von Dragoon. Schön. Ja, weil in meiner Main-Phase Time gecallt wurde. Dann hatte ich noch gespielt gegen Sprite mit der Melfi-Engine. Hab das verloren, hab zweimal Gamma-Burst-OTK bekommen. Eine Runde habe ich noch gespielt gegen Sword Soul. Und das war sehr schade, das wurde ein Draw. Durch Time. Es war das Szenario, er hat nur einen Chijiao und ich habe nur Normal Summons. Er zieht keine Monster nach oder mit Karten, mit denen er irgendwas tun kann. Aber alles, was ich beschwöre, wird negiert. Das habe ich dann so lange durchgezogen, bis er keine Worms mehr im Friedhof hatte. Bis ich dann irgendwann Fallen of Albus beschwören konnte, um mit seinem Chijiao in Mirror Jade zu fusionieren. Dann konnte ich mir durch Branded Lost Follow-up suchen und ja, hätte noch einen weiteren Zug gebraucht, aber weil er zu dem Zeitpunkt mehr Life Points hatte, wurde es dann Draw. Und die letzte Runde habe ich gegen Dinosaurier gespielt. Ich habe angefangen, habe ich glaube Mirror Jade, Grand Guignol, Quem auf dem Feld, Branded in Red Set, Mercury auf der Hand. Großes Feld. Ja, er guckt sich das an und sagt Game 2. Und ich denke mir, gegen was spiele ich denn jetzt? Ist das ein Trap-Deck? Und deswegen will er nicht in das Feld spielen? Keine Ahnung. Ich habe dann einfach auf gut Glück evenly reingesided. Ich würde sagen, aktuell going second selten schlecht. Und eine Dimensional Barrier als Crossout-Target. Dann habe ich gesehen, dass es Dinosaurier sind. Das zweite Duell hat er dann gewonnen. Zwischenzeitlich war ich da knapp auf 50 Life Points, konnte es dann aber nicht mehr drehen. Und Game 3 habe ich angefangen, hatte auch wieder eine ganz gute Hand. Ich würde sagen, er hat ein paar Handtraps vielleicht falsch geworfen. Ich weiß nicht, ob Ash auf Aluba die richtige Entscheidung ist. ja. Hatte dann trotzdem die Fusion Hard Draw. Also sonst hätte er das wahrscheinlich gewonnen zu dem Zeitpunkt. Ja, und irgendwann hatte ich dann ein großes Feld. Massenhaft Interruptions. Und habe alles aufhalten wollen, was er gemacht hat. Was im Endeffekt dazu geführt hat, dass ich verliere. Weil er irgendwann dann zwei Kontakt-Tyrannos hatte, die mir einfach Burn-Schaden machen konnten. Ich glaube, er hat mich damit sogar OTK'd, weil ich 5 Monster hatte. Ja, und eigentlich hätte ich ihn ein paar Sachen durchgehen lassen sollen. Dann wäre er mit der Apollosa noch in die Battleface gegangen. Aber ich hätte durch meinen Mercuria mit Branded in Red die Chimera dann Chain blocken können und hätte verhindert, dass er Schaden macht. Dann wäre das Duell... wobei, dann wäre es vielleicht ein Draw geworden im Endeffekt, aber ja. Also, dann stand ich 3-3-1, bin dann gedroppt.
Hab das Wochenende auch nicht weiter irgendwas gespielt. Und über Sonntag reden wir gleich noch. Also falls du mal auf den Sonntag raufgehen willst. Ja, ich habe viel mit Leuten gequatscht. Und würde trotzdem sagen, war ein gutes Wochenende. Ja, so, und dann waren wir noch am Samstag. Dann haben wir halt gewartet, bis unser Kollege fertig war. Der war dann zu 2. War dann 7-2. Das war so, okay, nice. Das heißt, Day 2 muss man richtig abrocken. Und ja, dann wollten wir los. Wir setzen uns ins Auto hin. Ich fahre das Fenster runter und auf einmal springt mich da jemand von der Seite an. Und ich denke so, wow, what's happening? Werde ich gerade überfallen? Und dann so, meine Batterie ist leer. Kannst du mich neu starten? Ich so, hast du denn Überbrückungskabel? Nö. Ich so, okay. Ich habe ein Überbrückungskabel. Aber ich habe dreimal damit versucht, in den letzten Monaten jemanden zu überbrücken. Es hat dreimal nicht geklappt. Einmal war es Daniel. Dann die Techniker, das zum Starten gekriegt. Dann war es einmal die Schwiegereltern von mir. Da war bei denen aber allgemein was kaputt mit der Batterie. Und dann war es hier noch eine Nachbarin, bei der es auch nicht funktioniert hatte, deren Auto ich auch jetzt hier schon mal ein paar Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, was bei ihr das Problem war. Ich dachte mir, okay, wird eh nicht funktionieren, aber können wir ja versuchen. Er so, ja cool, ich habe einen Diesel. Was wärst du eigentlich, Benziner oder Diesel? Und ich so, Erdgas? Er so, guck mich an wie so ein Stein. What is that? Ich so, passt schon. Hat genug Leistung, das können wir machen. Braucht dann Diesel wahrscheinlich ein bisschen länger, ist ungefähr äquivalent zu Benzin. Also. Aber dann fahre ich dann davor, hole meine Kabel raus. Und zum ersten Mal merke ich halt, als ich den Minuspol bei mir angeschlossen habe und dann bei ihm an seine Karosserie angedingst habe, endlich mal einen Funkensprung so. Ich so, finally, das heißt, da ist ein Stromkreis. So, und dann haben wir versucht zu starten und das Ding ist dann angegangen. Und dann so, okay. Irgendwie, ich habe einen 2.10er, 2.11er oder 2.12er? Ich glaube, ich habe einen 2.10er, jetzt müsste, glaube ich, 2.12er Saphira sein und er hat einen Astra, der jetzt von 2014 ist. Bei mir ist es halt so, Licht ist immer an, egal ob ich das anmache oder nicht, mein Fahrtlicht. Und wenn ich es halt anhabe, also wenn ich wirklich es anmache, weil da kann ich nur das Fernlicht anmachen, dann piept er halt auch, wenn ich rausgehe. Bei dem macht er das gar nicht anscheinend, keine Ahnung. Ist bei dem vielleicht die Sirene kaputt gegangen, I don't know, who cares. Der hat mir dann alles Mögliche da erzählt. Ich glaube, er stand auch 9-0 zu dem Zeitpunkt im Event. Hab mir da irgendwas erzählt, ich habe ihm so ein bisschen was erzählt über mein Erdgasfahrzeug. Der wollte wissen, wie viel das eigentlich kostet. Und dann habe ich gesagt, naja, so 60 Cent in Benzin, das müsste ja ungefähr so 70, 75 Cent pro Liter in Diesel sein. Und er erzählte mir, oh, mit meinem Auto komme ich 1000 Kilometer. Das heißt, deiner ist ja genauso effizient wie meine, also kostet genauso viel auf den Kilometer wie meine. Und ich so, nein, es kostet immer noch 75 Cent ungefähr an Diesel und dein Diesel kostet immer noch 1,70 oder keine Ahnung was, also ein Euro mehr pro Liter oder pro Kilo umgerechnet. Also war mir dann alles egal, ich wollte eigentlich nur einfach nur noch weiter. Irgendwann waren wir dann fertig, einer seiner Mitfahrer war auch ein Kollege, der mich kannte und dann hat er wahrscheinlich ein bisschen aufgelöst, was eigentlich mit wem er eigentlich da gerade zu tun hatte. So, dann sind wir zurück, sind wir angekommen und dann wollten wir noch ins Essen gehen. Da haben wir uns einen Griechen rausgesucht, Mythos Grill oder so hieß der. Das war einfach nur die Straße hoch wieder zurücklaufen. War ein sehr nettes, kleines Restaurantchen, würde ich sagen. Auch wenn es irgendwie so, also es war sehr, die Sitz-Area und die Eingangs-Area, also das war alles so, oh, ganz entspannt, so richtig schön Grieche. Aber dann, wenn man so nach rechts geguckt hat, so irgendwie hat es auch wieder was vom Dönermann gehabt, weil da so ein Spieß war und dann war da vorne so wie beim Dönermann, wo man sich dann seinen Salat aussucht. Die so, hä, what, okay. Wahrscheinlich haben die nicht so viel Küchenspace und müssen ein bisschen was auslagern. War aber sehr angenehm, sehr schön. Das Essen war amazing. Da waren nachher auch noch ein paar andere Yugi-Spieler vorbeigekommen. Auch aus der Umgebung, glaube ich. Aus Kiel, glaube ich, waren die. Ja. Da waren noch welche bei uns von Junks Playground in unserem Hotel-Thing. Die haben wir auch ganz random, glaube ich, am Abend gesehen, ja. Ja, bevor wir da hingegangen sind, haben wir die Tür aufgemacht, so, hey. Ja, man trifft sich so zufällig im Treppenhaus. Hier im Treppenhaus, weil man gerade rausgeht und die gerade vorbeikommen. Genau, und da haben wir gegessen, das war super. Das Einzige war halt, man musste Bar bezahlen, dann ging mir das Bargeld aus, aber ich muss halt noch für Daniel auslegen, weil er kein Bargeld dabei hatte. Highlight davon war natürlich, als du gesagt hast, du hättest gerne Alsterwasser und ich immer so, Digga. Das kannst du hier vergessen. Entweder die haben ja Radler, das ist mit Sprite, das ist Alsterwasser. Oder die haben Alster, das ist ohne Wasser, das ist dann halt das mit Fanta. Oder der, so wie er versteht einfach nur Wasser und mit Kohlensäure oder ohne Kohlensäure. Die so, sag ihm einfach, was du willst, exactly. So hast du ihm dann gesagt, dann hast du auch das bekommen, was du wolltest. Weil hier ist eine ganz andere Welt im Pott im Gegensatz zu uns. Was Alster Wasser und die ganzen Kompatres angeht. Ja, das war unser Samstag und dann Sonntag morgens früh dann wieder war aufstehen, zum Frühstück hin. Die arme Mitarbeiterin, die dann für uns die Brötchen belegen musste, die war da alleine da, da war kein Support dabei, aber die hat das sehr gut gemacht, besser als die Kollegin davor am Tag. Da gab es viel mehr Beilage quasi drauf.
Und schön Kaffee und so. Und dann haben wir halt Essen vorbereitet. Das Essen halt zum Teil mitgenommen. Ich hatte auch meine Mini-Pizzen mitgenommen, die wir am Freitag hatten. Habe ich damit, glaube ich, unserem Kollegen das Spielen gerettet, weil er zwischendurch ein paar Mini-Pizzen essen konnte am Samstag. Und so hatten wir halt dann in der Dose einfach nur noch mal ein bisschen Essen mitgenommen. Sind dann zur Location gefahren. Ich würde das nicht zu laut sagen, aber ich würde sagen, der Wärter da beim Eingang war ein sehr netter Typ dieses Mal gewesen an diesem Tag. Ich werde nicht näher erläutern, warum, aber der war schon sehr nett im Verhältnis zu dem am letzten Tag davor. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Geld gespart. So, dann war Sonntag und dann war so für mich, okay, wollte ich halt wissen, mache ich jetzt mit Rescue the Rabbit oder nicht, weil das war nicht ganz klar. Dann war halt so, okay, nee, wirst du wahrscheinlich nicht machen können, das machen dann die Kollegen. Und du machst dann das nachmittags. Oder gar nicht halt. Ich so, nee, gar nicht. Also wenn, dann mach ich das schon. Und dann, habe ich morgens halt erstmal wieder unseren Kollegen betreut, wie es dann bei ihm lief, dass er halt hoffentlich die Tops schafft. Leider hat er beide Games verloren oder beide Matches. Highlight war natürlich war das letzte Match, weil er gegen Julian spielen musste, Julio. Hat er halt auch ganz knapp verloren und er wollte halt unbedingt zum Edison-Format. Und als sie das mit dem Spiel fertig waren, ist er von da halt direkt wieder zu Edison gerannt. Da wird euch gleich die Antwort noch ein bisschen erzählen, was dafür noch für eine ganze Action war. Auf jeden Fall, hat es bei ihm halt nicht geklappt. Bisschen schade, aber für Julio hat es auch nicht gereicht. Ist auch nur 143er gewonnen, auch keine Worlds Points bekommen und ist damit halt 17er und er macht halt keine Playoffs, glaube ich dann. Deswegen, ne? Der 16. wäre es gewesen. Ich glaube, Sio war, glaube ich, einer seiner Konkurrenten dafür oder so. Ich glaube, der war auch irgendwie 15. 16. Ich glaube, ja. Weil da hatte mir auch unser Kollege ein bisschen erzählt darüber, dass er auch da drumherum grindet und auch da um die Ecke da hängt. Na gut, hauen sich beide im Team gegenseitig weg. Auf jeden Fall waren wir dann da halt, habe ich halt erstmal gewartet, habe ein bisschen noch mit Konami-Stuff machen wollen, aber es hat dann irgendwie nicht geklappt zwischen den Pausen. Bei mir ging es dann um 13 Uhr los mit dem Rescue the Rabbit. Ich war überrascht, die Kollegen haben öfters verloren, als ich gedacht hatte. Bei mir war es anders, bei mir waren nicht sehr viele Spiele, dafür waren die Spiele extrem long und ich hoffe, nächstes Mal gibt es ein Time-Limit, weil es war halt Best of One. Und ich habe das gleiche Deck genommen, ich habe nur eine Pantera mit einem Cyclone gewechselt, einfach nur, falls irgendwelche Floodgates oder so irgendwas drin ist, weil es vollkommen irrelevant, den Cyclone habe ich nie gesehen. Wenn der Wire banished oder ja, vielleicht jetzt ein Pantera Bridge mal sein können, aber war jetzt irrelevant für das Matchup gewesen. Erste Runde habe ich gegen Despair gespielt. Das Highlight war, er hat angefangen, ich habe ihm sowas aufgehalten, da habe ich ihm Dweller hingelegt, was schon mal annoying war für ihn. Habe dann bei dem Bistil leider in meinem Spielzug beschworen, ich hätte ihn einfach auf der Hand behalten sollen, weil dann kann ich Branded in Red einfach instant outen, was halt mega wäre. Habe ihn mal ein bisschen Stuff machen lassen, hat er irgendwann Dragoon gemacht. Habe mich damit knechten wollen, wo ich mir dachte, okay, ich gebe dir mal einen Valius, der kann einfach crashen, bisschen negaten, oh, hast negated, oh, das ist ja natürlich schade, hier kommt die Kurikara und in Endphase kriege ich deinen Dragoon zurück, Rippen Pepperonis. So, dann durfte er halt im Top-Deck ohne Karten mehr gegen seinen eigenen Dragoon spielen. Game Nummer 2 war gegen Heroes, oh mein Gott, der hat ein fettes Feld hingelegt, First Turn, ich glaube, ich habe ihm alle Handtraps gegeben. Und den Ibiru muss ich ihm auch geben, aber leider halt so, weil ich wusste, ich krieg den Phoenix Enforcer kriege ich nicht weg. Er wird nicht irgendwie anfangen, meinen Stuff zu zerstören und so einen komischen Kram. Deswegen war für mich so ein bisschen Game. First One hat den, glaube ich, gar nicht rausgeholt. Da habe ich sein Feld ein bisschen gebrochen, da war er dran, dann hat er Phoenix Enforcer gemacht und den ganzen Kram hat mein Feld gebrochen. Ich so, okay, ich bin jetzt eigentlich RIP, weil der Phoenix Enforcer kommt gleich wieder und ich bin tot. Es sei denn, ich draw bestimmte Karten in der Draw-Phase. Draw, Magnamut, GG, Bro. In der Draw-Phase, instant banish das Teil, komplettes Comeback. Dead. So, dann dritte Runde gegen Sprite Runic Fellsöldner. Ich habe angefangen, habe mega Stuff gemacht. Der hatte später gar keine Handtraps, konnte alles machen. Ich hatte dann, glaube ich, Bell, Ash, Nibiru in der Hand. Ich glaube, noch ein Permanent-Set und das Book-Teil, glaube ich. Ich habe das Reborn geholt, just in case, falls jemand ein Feld bricht, weil ich nie wusste, was er spielt. Er fängt an, wir haben in der Draw-Phase irgendwie drei unterschiedliche Chains aufgebaut. Erstmal hat er, glaube ich, Hugin gemacht, die habe ich ihm geashed, das hat ihm nicht gefallen. Dann hat er, glaube ich, angefangen, seine Quick Plays zu aktivieren von Runix. Entsprechend Sachen dann so ein bisschen, er hat mein Kriegsfels annulliert, so. Und dann hat er danach noch irgendwie eine aktiviert, um dann was zu zerstören. Dann fing er an mit Felsöldner-Plays, das habe ich ein bisschen durchgehen lassen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dazwischen gehen soll. Und er ist absolut perfekt gespielt, er hat richtig gut das alles gemacht. Danach hat er sogar noch eine zweite Hugin machen müssen, aber er hat halt. Es hat nichts mehr gebracht, dass er sie gemacht hat, im Sinne von Fountain zu suchen, weil er hatte halt nur eine Handkarte. Wenn du eine Fountain suchst, dann hast du nur Fountain, ohne nichts. Weswegen er halt dann versucht hat, eben mich so an der Nase rumzuführen, dass er irgendwann halt irgendwie auf dem
auf ein Sprite-Feld dann kommen kann, weil er von da aus halt irgendwann den Gigantic machen kann, beziehungsweise er wollte das Kätzchen machen. Und mir war das so vollkommen egal, auch wenn er Fauten gehabt hätte, der hat ja immer noch die Bälle gehabt, so, ach, who cares. Ich bin so lange machen lassen, und irgendwann hat er den Nibiru gefressen und dann war er absolut gerissen, hat er nichts mehr gehabt. Also er so, komplette Hand weggespielt, aber er hat richtig gut gespielt. Zweites Game ging wieder gegen Hero. Er fängt an, macht mir Darklaw. Einfach quasi Darklaw-Feld. Ich spiele einfach durch in den Darklaw rein. Ist mir egal. Ben spielt eine Handkarte. Ich ziehe trotzdem 3-4 Karten im Laufe dessen. Also eine von Treffen ist nicht so schlimm. Und das Feld gebrochen. Dann war er dran. Hat wieder ein fettes Feld gemacht. Ich musste dann halt seinen App-Zero bucken, weil er halt den unter den Link-Zweier gemacht hatte, wie der Mass-Change rausgeholt hatte und irgendwann halt einen Stratos genormelt hatte, der halt Backrow schießen wollte. Da musste ich halt den Stratos und entsprechend den App-Zero umdrehen, damit er halt nachher nicht die Combo machen kann, dass er mein gesamtes Feld einfach nuked. Was aber vollkommen egal war, weil er einfach wieder Hard-Draw-Miracle-Fusion hatte und dann mein gesamtes Feld knallen konnte, weil App-Zero halt auch triggert, wenn man halt verdeckt verbannt, weil er das Spielfeld verlässt. Und ich so, ja, schön für dich, dass du diesen neuen Erwecke den Elementalen in dir oder keine Ahnung, was das da war, beschworen hat. Er hat einen Druid Swarm weggeschossen. Ich so, Effekt Druid Swarm, legt den weg. So, oh, dein Effekt von dem Ding. Nee, das zerstört nicht, der sendet. Und das hat mir einfach komplett das Play halt kaputt gemacht. Er ist zwar ein bisschen zurückgekommen, aber danach habe ich ihn platt gemacht. Dann, nächste Runde ging es gegen Kashtira. Ich glaube, ich habe deine Würfelwurf gewonnen und habe dann, glaube ich, ein fettes Feld hingelegt. Da waren überhaupt nicht viel zu holen. Ich konnte ihm danach die ganze Zeit alles annullieren und irgendwann mit dem Biro, glaube ich, komplett zielen. Dann war er komplett weg, weil dann war sein Feld belegt und dann konnte er nicht mehr viel machen. Dann ging es vorletzte Runde gegen nochmal Kashtira, diesmal gegen Adam von Card Market. Den kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Videos mal guckt, deren englischen Videos. Der hat auch Kashtira gespielt. Ich hatte einen super Turn, First Turn, habe sehr viel gedrawt. Dann war er dran und er hatte eine, ich weiß nicht, die Hand muss ja gesteckt gewesen sein. Er hatte Theosis, Field Spell, Fenrir, Unicorn, Birth und die Trap Hard Draw. So, ich so, Alter, Junge, ich hab dann die irgendwann gebuckt, dann kam noch Birth, dann kommt noch das, dann kommt Theosis und hier und da und hier und da und ich so, Alter, der komplettes Feld wieder aufgebaut, hat mich dann umnocken wollen, hat dann halt Nibiru, glaube ich, kassiert, aber dadurch, dass er halt so viel wieder da gebanished hatte und den ganzen, und wieder den verdeckten Stuff dann wieder ranattached hat und keine Ahnung was, ich glaub, der hat noch einen Topf dann gehabt, wenn er das gemacht hatte, das war so, oh mein Gott, das war ein richtig hartes Grindgame. Dann war ich wieder dran, hab, glaube ich, einen Kaiju gezogen, um sein Riseheart loszuwerden. Hab dann sein komplettes Feld gebrochen mit einem Zeus. Dann war er dran. Und das ist unglaublich. Wie kann man einfach solche Hammerhände haben am Ende? Ich glaube, er musste passen. Dann war ich dran und ich konnte halt nicht Oti kennen. Ich hatte nicht mehr viel. Ich hatte noch Pantera und Zeus. Das heißt, ich konnte nur einmal reinkloppen. Für, ich weiß nicht, was war das, 5, 7, glaube ich. Und dann war er dran. Und dann zieht er die zweite Karte an. Und ich denke mir so, are you serious? Aktiviert Birth, okay? Ich Zeus. Was hat er natürlich wieder auf der Hand? Triple Tactics Talent. Macht dann den Draw 2. Und kann von da aus wieder ein bisschen zurückkommen. Dann, ich so, eigentlich bin ich tot, ich kann nichts mehr machen. Top Deck wieder irgendwie ein Bestial, kann wieder irgendwie Stuff machen. Es ging die ganze Zeit hin und her. Das ganze Spiel, ein Game, ging 1 Stunde 15. Ich war so im Eimer schon zu dem Zeitpunkt. Und am Ende habe ich dann halt im Grindgame halt gegen die letzte Birth, die er noch im Deck hatte, verloren. Die hat mir dann das Ziel, weil dann konnte Unicorn nochmal machen und dann war ich halt dead. Da war nichts mehr zu holen. Und für das letzte Game war ich halt im Kopf komplett tot. Ich habe gegen Sky Striker gespielt, ich habe einen super Starter gehabt. Eigentlich hatte ich alles, ich hatte Valius, hatte alles offen. Aber er hat halt so eine Variante wahrscheinlich gespielt, die extra auf dieses Format eingestellt war. Hat irgendwann mit einem Upstart Goblin einfach einen Raikiki nachgezogen und ich hatte vergessen, dass Mehrzweck mich allgemein auf alle Spells nicht anstellen lässt. Und damit war mit Raikiki mein ganzes Feld weg. Ich hatte Valius noch nicht benutzt zum Schießen, womit ich schon längst das Ding hätte aufhalten können. Und ich hatte nicht mein Felsen benutzt. Das heißt, es war so viel Advantage verloren. Es ging trotzdem die ganze Zeit noch hin und her. Aber ja, ich habe das quasi in seinem Turn dann halt weggeworfen, weil ich nicht ein Regigi random erwartet hätte, dass dann das gedroppt kommt. Kam dann halt, er hat super gut gespielt, ich habe mich immer wieder noch mal ein bisschen raustopdecken können. Er hat perfekt gespielt, er war super gut. Alle Spieler waren super gut, ich hatte so insane gute Games. Bin am Ende aber trotzdem 5-2 quasi in dem Format gegangen und ich bin, glaube ich, besser als die meisten anderen der Defender durchgegangen, weil ich habe sehr viel aufhalten können von den richtig starken Pro-Spielern. Nochmal eine kleine Anekdote nebenbei, der Spieler, gegen den ich hier da gespielt habe in der letzten Runde, der ist dann nachher zu 4 gegangen, weil er im letzten Matchup nicht zu seinem Tisch gegangen, zu seiner Tischnummer gegangen ist, sondern zu seinem Rank, weil er es als Tischplatz gesehen hat und dann war, sein Gegner hatte keinen Gegner und er hatte halt auch keinen Gegner, weil da keiner saß und damit hat er einfach ein Game Loss kassiert, Match Loss, weil er war einfach nie was beim richtigen Tisch gewesen. Oh mein Gott, das war auch interesting. So, und dann, danach war ich so fertig, dann haben wir noch ein Video gedreht, irgendwie so ein 5er-Duell mit alles Mögliche.
Und danach ging es nach Hause. Ich war so fertig. Ich wollte einfach nur noch nach Hause. Wir sind durchgeprügelt. Der Burger King, der halt immer da bei unserer Tankstelle ist, war wie immer wieder geschlossen aus technischen Gründen, weil die es nie hinkriegen, dass der offen ist. Dann haben wir nachher nochmal, danach ein später noch was gegessen, sind dann weiter und dann waren wir gegen 23:45 da. Aber du kannst noch erzählen, wie dein Sonntag war. Du hast ja ein bisschen was auch unserem Kollegen noch ein bisschen ausgeholfen. Ja, ich war die meiste Zeit in der Content Creator Area, hab da mit Leuten geschnackt. Ansonsten, während das Main Event noch lief, wurde ich damit beauftragt, Karten für Edison zu besorgen. Gucken, ob die Wender das haben. Mhm. Manche habe ich bekommen, manche nicht. Hab die dann vorbeigebracht. Und dann war es, er startet ins Edison-Event mit einem Game-Loss, weil sich das sowieso schon mit dem Main-Event überschnitten hat. Ja, weil er dann dahin gegangen ist und er hatte dann keine Deckliste, die er abgeben konnte, weil er gar keine Zeit hatte. Er ist spät gekommen, hatte einen Game-Loss quasi im ersten Game. Und dann musste er halt die Deckliste nach der Runde erstmal schreiben. Ja. Also es war absolut Chaos. Ja, und dann... Weil die musste ja in Papierform abgegeben werden. Während der letzten Runde des Edison-Events wurde ich dann beauftragt, ihn fürs nächste Public-Event Edison anzumelden, wo ich dann... Dich als ihn ausgegeben hast. Es ist ja nicht negativ für irgendwen. Ja, ja. Da hat er dann den letzten oder einen Platz im letzten Event bekommen. War auch ganz interessant. Ich stand da, einer ist hinter mir. Es wird gesagt, ich brauche noch einen für Edison. Der hinter mir und ich melden uns. Und sie sagt, ja, ich brauche einen. Und der hinter mir denkt sich, ja, dann gehe ich jetzt einfach nach vorne und melde mich an. Ja. Ist einfach an mir vorbeigegangen. Ja. Okay, aber danach wurde halt noch eins gemacht. Und das war das Letzte. Dann hat er den Pieper bekommen, während sein Duell noch lief. Aber das, die ganze Zeit Action für ihn. Ja, und danach, als ich dann gespielt habe, hat er ja noch Dr. Wurstbeter gefunden. Der hat auch ein Edison-Deck gehabt. Dann haben die auch noch gespielt, wenn wir unser Video da aufgenommen hatten. Da saß ja auch daneben und das zugeguckt. Ja, wir haben noch Teilnahme-Packs, zu denen ich gar nicht gekommen sind. Wir haben keine Public-Events gemacht, weil, wie gesagt, ich wurde halt gefoltert. Day 2. Das nächste Mal nehme ich auf jeden Fall die frühe Runde. In der ersten Dreiviertelstunde war gar keiner da. Und es war halt viel mehr Rogue und einfach so coole Matchups gewesen. Da hat jemand irgendwie so ein Ritual-Deck mit Terror-Tray gespielt und mit uralten Karten, die irgendwie mit Terror-Tray funktionieren, wenn die aufgeflippt werden und so. Das fand ich super interessant. Und ich habe die absolute Meta-Keule, die Try-Hard, in die Fresse gekriegt, Alter. Wirbelwind, Wiesel und Wachhund. Das hätte ich gerne auch gehabt, aber hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich wäre bei der nächsten auch mal mit dabei, aber den nächsten Mal save ich mir auf jeden Fall den früheren Zeitpunkt. So, ich würde sagen, wir machen unsere Teilnehmer-Packs einfach auf und schauen mal, ob es sich vielleicht trotzdem die Reise hingelohnt hat. Vielleicht haben wir ja beide nochmal eine Starlight oder du hast vielleicht sogar zwei. Übrigens, ich habe gegen einen Spieler gespielt, der hat deinen Rekord getoppt von zwei Starlights in einem Case. Er hatte zwei Starlights im Display. Oh. Ja, das müsste wahrscheinlich quasi die Überschneidung des letzten und des nächsten Counters quasi gewesen sein, dass er es dringend insane. Ja. Doppelangeln, Hasenohr, Schwärmerin, Manadium-Umdeutung verstärken, Superstarke Samurai, Wunderkind, Wakaoshi, Surferkord-Sinfonie, Goldenes Wolken, Euer Malong, Pendelanhänger und ein zersplittertes, farbloses Reich. Ich würde sagen, wir machen es mal abwechselnd einfach. War mal eine gute Super Rare. Heutzutage immer noch okay, aber nicht mehr so amazing für das Deck. Huli, die Juwelen, Mikanko, Goldstolz, Kopf an Kopf, Gunkan, Suschiff, Tagesfang, Verstärken, Adularia vom Junimond, Pendler Mond. Pearly Lee. Ja. Sakitama, schläfrige Pearly-Erinnerung. So, vielleicht sehen wir auch nochmal eine Starlight oder eine Secret. Mikanko-Tanz, Mayo, Washidori, Mäuser-Ritter, der Kometengeneral, Etüde der Markierten, Süße Träume, Nemleria, Kitty-Tail, mystisches Ungeheuer des Waldes, Superschocker-Samurai, Mönchgerüster, Ben-Käse, Doppelabadar, manifestierter Aun, Fallen aufspüren und Nemleria, Traumverteidiger, Orie. Zwischendurch ein bisschen Double-Time. Oh. So, wir hatten eine leicht überhitzende Kamera, dann machen wir jetzt mal schnell wieder weiter, bevor die Kamera uns wieder ausgeht. Kitsuni Kitsunebi, Gefallene von Argyros, Hasenohr Schwärmerin, Mäuser Ritter der Kometengeneral, Möchtebiene, yay. Eisenschwein gegen Holzstift, beste Karte auf der Sneak, Dinomorphia intakt, Pendelanhänger und Hatsugai. Bisher nur Super Rares, da sind wir gut dabei. Du hattest auch zwei Displays, glaube ich, meintest du, oder? Deine Booster, oder? Ja.
Das heißt, vielleicht komplett Müll oder ziemlich geil. Kaiserliche Prinzessin Queen Query, Doppelangeln. Wie kommt da hierher? Fusionsduplizierung, Sternzeichen Gunter Sternrad. Das ist eine gute Karte. Hellster Flammender markierter König, goldenes Wolkenungeheuer Malong, Bestrafung der Schwertseele und Säuferkord Sinfonie. Wie kommt da hierher? Goldstolz, Kopf an Kopf, Signet, Schaltkreis, vollaktiver Zweiköpfer, Goldstolz, mehr Glück beim nächsten Mal. Da hatte ich ja nur 7 aus einem Case. Hellster Flammender, markierter König, Hatsugai, Bestrafung der Schwertseele und ein zersplittertes, farbloses Reich. Wenn das statt den Chaos Angel oder so gewesen wäre, das wäre toll. Cyberstorm Access, komm schon, gib mir mal was. Kurz die Kamera einfach schockgefrostet, damit wir weiter aufnehmen können. Superstarker Samurai Seelen-Gaia-Verstärker. Verstärken. Kitsunugi, Kitsunubi. Kitsuni, Kitsunebi. Alter, wie, ich krieg jetzt auch Goldstolz. Mehr Glück beim nächsten Mal. Huli, die Juwel Mikanko. Signed Rollback. Nein, weiter Super Rares. Goldenes Wolkenheuer Malong. Hellster Flamme, der markierte König. Superstarker Samurai Schleich und Pure Lily. Ja. Was ist mit diesem Pack los? Mach auf deiner Seite. Neue Grenze. Manadium Vorstellung. Tiger der Virtualwelt Fufu. Süße Träume Nemleria. Ernteengel des Schicksals. Pendelanhänger. Schläfrige Pearly Erinnerung. Ein zersplittertes farbloses Reich. Und Doppelavatar manifestierte Aun. So, dann komme ich zu meinem letzten. Bisher nicht so spannend für mich, die Teilnahme Packs. Etüde der Markierten, Steinet Schaltkreis, Gefallener von Agyros, Mikanko Tanz, Mayo Washidori. Und jetzt haben wir die fünfte Super Raider, Abgeheuerlicher Luba, Dinomorphia intakt, Sakitama, Fallen auf Spüren und Manadium, Breakheart. So fühle ich mich auch, Breakheartig. Gunkansu-Schiff Tagesfang, Tiger der Virtualwelt Fufu, Verstärken, Neue Grenze, Wiedergeburt der siebten Kaiser, Pendler Mond, Goldstolz, Vollgas, Sakitama, Eisenschwein gegen Holzstift. Ja, das war's dann hier mit uns. Wir haben noch ein Field Center bekommen. Ich habe sie noch gar nicht ausgepackt, weil ja auch die Top 128er Matte. An sich ein sehr cooles Event. Aber ich habe jetzt nicht so viel spielerisch mitgemacht. Tatsächlich eher so andere Dinge drumherum gemacht. Hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Das nächste Event steht schon wieder vor der Tür. EM, da bist du auch mit dabei wieder. Und das wird auch wieder eine Menge. Ich weiß aber noch nicht genau, welches Deck ich spielen will. Aber ich muss auch noch 2 Sonntags-Logos-Decks dazwischen bauen und noch das Deck. Also genug zu tun haben wir auf jeden Fall. Vielen Dank an alle, die vorbeigekommen sind, Unterschriften gesammelt haben, Sachen uns geschenkt haben. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und das war's dann hier von uns. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.